Herzlich willkommen hier. Jetzt hat er mal aufzuschreiben. Herzlich willkommen zum Upper Bracket Finale zwischen Varigames und Nip, dem Klassiko. Bist du live? Jo, Pistol ist live. Nip fängt als T an. Varigames durfte sich da die Seite auswählen. Okay, ich habe ein Talent mitgebracht zum Casten. Oh, wer ist denn das? Seid gegrüßt, meine Damen und Herren. Ach so, ja. Das Talent also. Hab gehört, du bist heute fürs Casten zuständig und nicht für die Headshots. Schon für alles zuständig, Bumbum. Ja, das stimmt. Seid ihr beide drauf? Ja. Ja. Sehr gut. So, Predictions. Nip heute LAN-Niederlage. Die nächste. 2-0. 2-0 Nip, ja, bin ja. Ich auch. Keine Ahnung. Nicht gegen Varigame. Ja, ich bin gespannt. Schlecht sind sie auf jeden Fall nicht drauf. Nukes ist doch bestimmt Varigames beste Map, aber es ist auch Nips beste Map. Meiner Meinung nach. Existence vor allen Dingen trifft heute richtig gut. Stellt auch dann kann das Pistole. Ja echt was werden, ne? Schon wieder unter Beweis. Der Junge ist heiß. Haben die überhaupt heute schon ein Match gespielt? Ja, gegen ESC. Da haben sie auch echt gut gespielt. Beziehungsweise ESC nicht so gut. Aber trotzdem sehr gut gehittet. Also könnte was werden. Pistol sieht ja auch gut aus. Rampe ging's durch. Boah. Existence mit seinem zweiten. Exist kann er auch keinen mehr machen. Pistol also für Varigames. So, die Maps sind übrigens Nuke, wie ihr seht. Danach gibt's Mirage. Dort wird Nip als CT anfangen. Letzte wäre das 2. Dort fängt Varigames als CT an. Ich weiß nicht, ob ihr den Map-Veto mitbekommen habt, aber Varigames hat sich sehr, sehr viel Zeit gelassen. Das war schon lustig. Mirage kann Varigames ja schon eintragen. Also Nip hat Mill gevetot, Cash und D1, Varigames, Train und Inferno raus. Ja, war klar, dass Varigames diese Fun-Maps nicht rauswählt. Hm. Ja, klar. Ich meine, als vermeintlich schwächeres Team hast du da wahrscheinlich größere Chancen drauf. Aber Mirage wird eindeutig, glaube ich, dass Varigames also sehr schlecht drauf. Und dann das 2, keine Ahnung, auch nicht so bumm. Beste Map gewinnen. Nuke ist schon. Aber die Sache ist, Nuke ist Varigames beste Map, aber Nuke ist, finde ich, halt auch Nips beste Map. Das Problem ist, jede Map ist Nips beste Map, oder? Also scheiße, ich Nuke ist die beste. Finde ich. Okay. Wenn du einfach siehst, dass sie 14-0 gemacht haben, nach 2-13. Ja, okay, das ist auch schon. Das ist schon eine Leistung. Ah, wieso? So lange ist es noch nicht her, oder? Naja. 3 Monate? Ja, doch mindestens, oder? Ja, also 2 Monate. War doch im Ezea, ja, glaube ich. Oder? Meins war im Ezea. Doch, müsste Ezea gewesen sein, ja. Ja, guck mal. Das weiß ich nicht, das liegt für mich viel zu weit hinten. Jetzt ist Nip erstmal hier gekauft, ohne Plant auch. Mhm. Machen die ja generell ganz gerne. Leckt aber übelst, ey. Oh, bei mir läuft's gut. Echt? Ja. Soll ich nochmal machen? Update Rate 16 oder so? Mach mal Interpretatio 2, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich was macht. Ansonsten Update Rate 20 habe ich drin und 16. Das macht's aber automatisch, glaube ich. Ja, ja. Läuft auch nicht besser bei mir. Keine Ahnung. Ja. Also ein bisschen laggy ist es immer noch, aber es geht, hält sich im Rahmen. Jemand Contact? Also wir wissen auf jeden Fall schon, dass gekauft wurde. Einer schon raus. Kenny sollte jetzt bloß nicht down gehen. Verliert die Runde, weil er down geht. Ja, aber warte mal, Smith wäre noch schnell unten, MBK ist geschoben. Ja, ja, die Runde ist eh noch offen, aber wenn sie verloren geht, geht sie auf Kenny. Cat hochgehen wäre eigentlich eine gute Wahl. Und eigentlich schiebt auch Forum zurück. Bei unten schon, das Boss. Okay. Jetzt Schach, nice. Bombe down. Also sehr krass, alter von Nathan. Das ist sehr schön. Aber wieder. Unter Cat fällt. Warum gehen sie nicht einfach Cat hoch? Was der andere im Forum dann nochmal gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Der eine T ist irgendwie nochmal zurückgelaufen. Und ist dann wieder... Naja, in dem Game Cat hochzugehen ist ein bisschen Risiko, ne? Warum? Weil wenn eine Halle drin ist, dann ist es halt, sind die drei Spieler halt Free-Frag. Auf dem Cat oben? Ja.
Ja, und die haben ja ihre Flashes auch schon verworfen. Du meinst halt, Risiko. Weil Kenny gekillt wird, können sie Cat hochgehen, aber genau. Kenny ist kein Spieler, der oben am Cat sitzt, sondern der Schieber. Und dementsprechend ist hundertprozentig noch einer in der Halle oben am Cat normalerweise, ja, der okay. dann da hinschiebt. Also das wird Nips Gedankengang gewesen sein. So, Eco bei Nip. Sieht doch schon mal ganz interessant aus, ne? Guter Start auf jeden Fall für die Franzosen. Irgendwann müssen sie ja mal den ersten Sieg hinlegen. Mika wird ein Monsterspiel bis hierhin. Wenn das jetzt gegen Deko war. Boah, ich hab schon wieder die Musik an. So. Rare Games baut auch ein nettes Geldpolster auf. Ja. Erst 3 Deaths. So, die erste richtige Equipped Round jetzt. Langsam über den Stein. Was über außen. Ach, guck mal, ich glaube, da kommt jetzt die Smoke, die du angesprochen hattest, oder? Hast du das? Ah, da kommt sie. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du es warst oder Trouble, aber sie wird ein bisschen verworfen, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob die immer da liegen muss. Ich kenne die nämlich nicht. Die vom T-Dach über die Halle quasi auf dem Außencat. Damit die Arbeit da nicht ziehen kann. Mal schauen, was Smith machen wird. Aber ja, die Smoke ist fail, der Arbeitsspieler ist ein Freefrag da oben. Halten das ganz gut. Boah, Alter, was? Alter Schwede, macht der ein Spiel. Der ist so krank. Aber es. Tour ist, die zwei Idioten leben noch so bei Very Games, kann man so sagen. Um es jetzt vorsichtig zu formulieren. Man sagt es ja so ein bisschen. Ja, ich meine, klar, Kenny ist super jung. Beiden noch. Rookies halt. Kenny verwirft und das die gegen und das gegen Getright und Forrest. Sehr schwierig. Auf jeden Fall. Aber sie haben beide sich schon Kill in die Konsole eingehen. Zeit lassen. Ah, guck mal, Getright von hinten. Oh. Also, keine Chance. Oh, wenn er ihn aber gekriegt hätte. Super Runde gespielt. Erste Runde für Nip. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, wie sie das noch verlieren konnten nach der MBK-Aktion da. Aber wie du gesagt hast, Geld haben sie auf jeden Fall noch. Kenny setzt auch weiterhin auf ABP. Ja, gerade die 100 hat er keine, oder? Er hat sie gedroppt, oder? Und jetzt vorher hat er keine. Nee. Und sie kommen außen bei Kenny? Was? Ich das richtig? Ja. Aber nur ein bisschen langsamer. Ist noch ein Stern, der West der Außencat. MBK unterstützt ihn da. Boah, krass. Den Headshot. Boah, oh, Kenny verschießt. Boah, dieser Knubbel da, ist echt gut. Jetzt kommt noch ein Abgang, oder? Ja. Also sehr krass. Da komplett Druck drauf. Existence. Boah, schöne Hits. Sollte jetzt weggehen. War gut für die Runde auf jeden Fall. Mhm. Kommt gut weg, kann jetzt Ace bauen. Hat keiner mehr. Rumble hat die Scream die ganze Zeit auch gespottet. Weiß, dass dort noch nichts geht. Perfekt, dass Very Games umstellt. Die haben so viel Damage gemacht und alles. Klar, dass sie da zurückgehen. Getrade war schon am T-Schacht irgendwie. Sehr guter Retail. Jetzt gegen Rampe. Scream spottet. Kenny... Müsst ihr ihn unterstützen gleich. Ja, sind sogar zu zweit direkt da. Boah, ziehen es direkt zu dritt. Keine Chance dafür, Nip. Ja, auch wenn sie da gerade ein bisschen hintereinander standen, aber passt schon. Gut aus für Very Games. Auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, perfekt aus. Nip jetzt muss sich wieder sparen. Okay, Nip muss nur eine Eco machen, aber trotzdem. Gut auf Verlauf bisher, und ich muss mal kurz die Nase putzen. Das geht so nicht. Sie macht jetzt wieder ein paar Kills. Oder auch nicht. Hit. Bombe down. Sehr treffsicher heute.
Und MBK sieht den Schatten. Sehr cool. Ah, der drückt doch nur Headshots. Das kommt mal die sechste Runde, Alter. Guck mal, ist das denn Hobbit-Füße, chill? 16-2-1. Brutal, wa? Siebte Runde. Der macht, Alter. Macht hier Spiel seines Lebens. Keine Ahnung, was er heute gegessen hat, ja. Aber wahrscheinlich Frösche oder Baguette oder irgendwie sowas. Ja, ein Frosch im Baguette. Und hat so einen schönen Rotwein. Kenny macht auch heute den Außen. Diesmal allerdings. Jetzt versucht es wieder Hilfe. Über Außen. Ja, alle misst den. Und er fährt instant runter. Aber alleine. Keiner ganz blockt gut. Da irgendwie, keiner am Abgang. Jetzt geht's Mist runter. Doch irgendwie ziemlich aber sicher, dass er alleine ist. Aber die. Schon der Halle-Go. Und Scream, Alter. Fast schon von hinten, aber er traut sich nicht. Existence hält gut die Box. Das ist MBK, Alter. Der macht jetzt noch zwei. Also zusammen mit Existence auf dem Spot. Der ist auf jeden Fall safe. Wer ist das im Schachter? Für Flan. Boah, ciao. Alter. Die kassieren ja gerade richtig. Weil die Taktik gar nicht mal so schlecht war. Frack. Schicken da den einen aber Abgang runter und dann dieser Halle-Go. Ja, war nicht schlecht, aber ist gar nicht aufgegangen. Ja, ja. Weil Valgames diesmal überhaupt nicht geschoben hat. Also Valgames wirklich mit perfektem Spiel bis jetzt. Flan zieht noch ein bisschen Geld. Aber Nip? An sich müsste Very Games ihn aber sogar handeln. Machen ihn jetzt sogar. Und ich glaube, Nip nochmal mit Baker, oder? Nach der Zeit, ciao. Ja, für Flan hat 0 oder beziehungsweise 0 bekommen. Die 2 Fracks hat er halt Geld. Sieht man hier ja an den $750. Schön nach der Zeit gekillt. Und wenn die Eco vernünftig runtergespielt hat, dann hat Very Games also für den Rest des Matches so gut wie Kohle. Außerdem macht ein fettes Comeback. Na, dafür sind sie ja bekannt. Schwierig auf der Map war. Wieder Fußhit von Kenny. Boah. Mal die Luft irgendwie, ne? Boah. Sauber. Wieder supported. Schönes Teamplay bisher von Very Games. Durchgehend. Boah. Alter, Existence schießt auf den Main, zieht rüber auf die Box und killt ihn. So, das 8-1. Net Snip unter Druck. Erinnert mich ein bisschen gerade an dieses Spiel, was du angesprochen hattest, diesem Riesen-Comeback. Ja. Was sie da vor 2-3 Monaten hatten. Also da hast du auf jeden Fall noch nichts verloren. Nee. Das wissen sie, denke ich, auch selbst. Oh, wieder über außen. Ich meine, in den Equipped sterben sie gar nicht mal wirklich gegen Kenny. Kommt wieder gut durch. Nip spielt auch auf keinen Fall mal was schnell Richtung Halle oder so. Weil wahrscheinlich Very Games auch einfach zu gut auf was Schnelles vorbereitet ist. Guck mal, sie sind schon Abgang durch. Noch keiner unten wirklich am Blocken. Ja. Ähnliche Runde wie vorher. Jetzt ist Smith da. Boah, direkt Headshot. Ach, krass von Smith. Perfekt. Ah, schade. Schacht. MBK trifft eh alles. Alter. Der trifft echt alles. Oh, das Spiel des Lebens heute. Ach, wow. 20-2, der macht es echt allein. Noch 10 Runden? Ja. Der macht einfach 2 Frags pro Runde. Das haben halt manche nach einem ganzen Match.
Simon nicht mal nach 2? Der Simon hatte nicht mal die Hälfte nach 2. No, richtig. Und das MBK machte sie nach 10 Runden. Das ist schon sick. Ach, guck mal, Finding Nip. Ach, sie schießen ja nicht mal was um. Die Runden sind ja nicht mal knapp, wenn Very Games sie gewinnt. Die haben gar keine Frags, Nip. Ja. Und nochmal schneller. Aber diesmal ist eine Lücke. Boah, die Flash war so krass perfekt. In dem Moment sind sie dann durch. Versuchen das jetzt nochmal. Irgendwie sieht Nip echt hilflos aus, wenn sie also das sagen. Ich meine, sie kommen wieder gut runter, aber. Oh, ja, diesmal schießt daneben. Diesmal bleiben sie auch zusammen. Boah, oh, Scream. Alter. Was? Oh. Sag mal. Was rasten die hier bitte gerade aus? Oh, wie lange haben die denn bitte erinnert gespielt vor dem Match? Alter, krass. Das ist ja krank, Alter. Der war halt mit jedem Schuss, den er abgefeuert hat, drauf dann, oder? Ich war leider nicht drauf bei ihm. Leider auch klick, nicht klick, drauf. Alle tot. Hammer. Ja, er hat die letzte Zeit halt oft mit mir gespielt, ne? Ja. Er weiß ja, wie man die Headshots setzt. Auf dem Headshot-Deathmatch, wo er immer versucht, Steam zu ändern und dann die Ablehnung. So, jetzt mal schnell hatte. Das ist das meiste der vor der Pommes. Boah. Ja, schön, ja, die Halle, da steht der Endgegner. Der stellt sich halt auch geht vor den Ausgang und hält dann einfach rein. Auch sehr klug gemacht eigentlich. Boah, das geht aber auf. Der Kollege hat gerade 4 Headshots. Das kann er aber nicht mehr machen. Wird auch weggesprengt. So, ah, irgendwer im Cat hat verkackt. Smith oder so muss gewesen sein. Das finde ich jetzt immer eine interessante Situation. Was spielt man jetzt? Also, der Halle-Go hat geklappt. Was machen sie jetzt? Wir haben eigentlich keinen Druck aufgebaut auf Fairy Games. Ja, also nochmal spielen. Also, an sich können sie alles machen. Ha? Und nochmal spielen? Ja, nochmal könnte man schon machen. Okay. Im Endeffekt, können halt an sich alles machen. Die haben halt keinen Druck oder so. Wir machen es auch nochmal. Oder? Ne, sie faken. Ist auch nicht schlecht. Boah. Aber es hat nichts gebracht, weil sie haben auf dem Faken nichts gespielt. Tot. Ja, okay, aber. Boah, und der Cat fällt auch krass. Das dreht noch der Nip auf. Ja, das ist natürlich krass, ey. Verrücktes Spiel gerade. Ich will mal wissen, was Scream gemacht hat. Es sah nämlich so aus, als wollten sie nur die Nades in der Halle baiten mit dem Fake. Weil sie dann ja noch nicht Rampe durchgegangen sind, aber dann scheinbar doch. Mary Games wird auf jeden Fall nicht jetzt nachlassen, weil ein 10-5 ist schon sehr heftig. Die lassen aber Nip auch die Map irgendwie kontrollieren, so. Die kommen dann halt auch jedes Mal außen runter, ne? Ja. Wenn sie wollen. Boah, Leute, ich muss mir kurz Smith seine Smoke angucken. Okay, hat sie gefällt, die sollte vor die Tür gehen. Das verstehe ich nicht. Existence hat eine Farmers, obwohl MBK 6-6 hat. Kennt ihr da auch? Blocken sie mal wieder außen. Oh, MBK stirbt. Boah. Aber krass. Zwei Spieler low. Der wollte. Forest war gerade in den Schacht rein. Ja. Existence gut aufgepasst auf von Existence, ja. Wo sind jetzt unten? Ist das da? Warum fährt er da vor? Warum deckt er nicht einfach? Unnötig den Frick geschenkt. 2 gegen 3. Gehen auf jeden Fall Halle, denke ich. Ja. Kenny. Smoke noch bei Assist. Boah, stark. Die Flaggen wieder Headshot. War Kenny eigentlich noch gute Chance, ne? Jetzt muss er nach rechts gucken. Ah, oh, die Runde ist gegessen. Alter, boah, aber krass ausgespielt auch von Nippe. Auf jeden Fall. Oh. Mein Flaggen hat natürlich die Runde gewonnen mit seinen 3 Frags oder 4 vielleicht. 3 sind's. Trotzdem so gut ausgespielt. Das ist krass, sie kriegen vorher so auf die Fresse und dann können sie das Spiel um 180 Grad drehen. Ja. Das ist echt unglaublich. Wahnsinn. Nip ist schon im Internet so krass und im Laden sind die halt eine Klasse höher, also keine Ahnung.
Plan in der letzten Runde mit Aave. Zielt Richtung Rampe, oder? Ja. Ja. Wirft die Aave weg, holt sich die AK. Tricky. Mhm. Dann kann man machen mit so viel Geld. Und die Sturm pushen die Rampe. Boah, Forrest hat ihm aber einen Teil gegeben, von vor der Main gegen. Waffe. Sehr schön. Boah, Würmchen holen sie und auch. Smith mit 2 und Forrest steht auch von dem BK. Boah, Smith mit dem dritten. Er hat die Bombe dort. Er sollte weggehen, er hat 20 HP. Er Scream deckt das, die Runde ist nicht holbar. Er spottet es zumindest. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt muss MBK aufpassen gleich. Aber er hat die Ansage bekommen, er zielt jetzt hoch. Boah, guck hoch hier rein. Oh, die Runde kann Fiflan halt durchaus noch holen. Er hat halt nicht mal Damage gesetzt. So ideal gespielt. Ich meine, aber ganz ehrlich, MBK hätte einfach Vorraum rein sollen. Die Bombe ist halt da down am Würmchen. Scream hat's eigentlich gut gemacht, schiebt zum Mate, schiebt zur Bombe. Aber und MBK wussten, jetzt halt nachschieben müssen, auch wenn sie die Runde jetzt holen. War eigentlich nicht gut gemacht von MBK. Na, sie wussten nicht, ob gut, er nicht Vorraum sein kann. Weil Smith war ja nur im Radio, er hätte noch überall im Vorraum sein können. Deswegen. Ja, aber selbst wenn er da stirbt, haben sie halt die hundertprozentige Info, haben immer noch das Turn gewonnen. Aber so hatten sie auch die Info halt. Und ja, im Endeffekt wäre ihm nicht dumm reingelaufen, so ist er halt gestorben, weil Fiflan von irgendwo kam. Also ich fand so eigentlich besser, wie sie es gemacht haben. Einfach death zu bleiben. Aber trotzdem schöne, krasse Halbzeit. Bisschen aus der Hand gegeben vielleicht sogar noch, könnte man sagen. Wenn Very Games die Pistole holt, dann können wir durchaus gewinnen. Das wäre auch ihr erster Map-Sieg gegen Mid im LAN. Oder überhaupt, oder? Ja, könnte durchaus mal weitergehen. Daniel, was ist los? Erzähl uns was. Er ist so schüchtern. So, endlich geht's weiter. Gucken wir mal, was Very Games macht. Ich bin doch ein Background-Moderator, ich will ja nichts ansagen. 3 Moderatoren sind ein bisschen zu viel. Kannst die Hintergrundmusik machen. Sing halt so ein bisschen. Auf Türkisch. Rap. Mache gleich die türkische Nationalhymne an hier. Kannst du es mal einkaufen? Ich habe Angst, dass du das vergisst. Geht doch. Ich bin so krass für Very Games, ey. Muss immer gegen Nips sein, weil die sind immer gegen die Besten. Die gewinnen zu oft. Ja, ist echt so. Man muss immer ein bisschen für den Underdog sein. Wir geben es erst mal etwas langsam, haben die Tür aufgesprengt und dann Main geschossen. Das machen sie immer auch in Waffenrunden. Die Hits ausgetauscht werden. Existence muss da ganz schön aufpassen. Sie haben noch viele Flashes. Okay, das ist jetzt tricky. Wenn der Main-Spieler nochmal fällt, ist er down. Oh, Kenneth, der steht halt jedes Mal da. Boah, das war geil gemacht. Boah, der ihn gekillt. Die haben ihn doppelt gemacht mit einem Tower vor der Tür. Und vorher wusste er, dass er Existence Low gemacht hat. Guck, die machen es immer noch, wenn du dahin switchen willst. Ah, jetzt haben sie es abgebrochen. Das war gut gemacht. Aber steht halt jedes Mal. So, jetzt die Halle, go. Auch die perfekte Entscheidung. Wohl nicht. Flash. Und er macht ein. Nicht genug. Gedroid hat richtig Gedroid. Probleme. Alter. Sehr schön rumgewuselt da unten. So, Runde aber immer noch ausgeglichen. Ja, einigermaßen. Bomben noch nicht gelegt. Okay, den Step Main müsste Kenny gehört haben. Also sie decken sich sehr schön. Oh mein Gott. Boah. Oh,
Oh, Smith, er kommt raus. Oh mein Gott, sie verlieren die Runde noch. Aber wieder krass von Fünfler, man macht ein gutes Spiel. Hm. Weiß nicht, irgendwie. In den Scream hat ein bisschen die Runde verpasst. Also, der hätte versuchen müssen, wegzukommen. Toll, jetzt wird's wirklich wieder so ein Comeback. Ha, ich meine, Bomber hat sind gelegt. Jetzt Full Eco. Oh, schöne Fläche. Ich habe noch ein paar Pistols gekauft. Ist zu spät. Immerhin haben sie was versucht mit einer Fläche übers Dach. So, können jetzt auf jeden Fall instant kaufen. Auch wenn es nicht so viel Geld ist. Sie hatten alle P250, glaube ich. Na, okay. Vielleicht ein bisschen unnötig. Wenn man jetzt würde Robert sagen, Force by Guys. Kenny verwirft eine Smoke. Wir machen wieder das mit der Tür. Hm. Gegen den Manpick. Okay, so und Getred könnte ihn reinrennen. Oder auch nicht. Ja, wurde von außen gespottet. Ich spiel's genau wie Variants, sind zwei unten auf dem Spot, keinen am Kette oben. Existence macht das, was er immer macht. Vor der Pommes stehen. Boah. Und Horus macht fast noch den Track außen. Schiebt jetzt weg. Alle Formen und er sieht wieder sehr schlecht aus für Vergames. Ich bin jetzt haben Damage gemacht. Boah, schöne Fläche. Er killt ihn. Und der Cat-Spieler. Ja. Aber ja, abwarten. Scream lebt noch. Welcome Main. Wenn sie runtergehen, ist ganz gut. Ich glaube nicht, dass sie runtergehen. Boah, er droppt die Bombe. Getrade rechnet sogar schon mit unten. Sie müssen langsam aber sich mal legen. Was ist sehr schön gemacht von Very Games. Oh, es seine Pose am Cat. Alter. Zum Glück zieht der Cat-Spieler nicht rum. Jetzt können sie es wirklich noch machen. Den Scream da. Oh, Existence. Ich bin Headshot Existence. Oh mein Gott, ich muss reloaden. Beide low, beide low. Oh, schönes Prefire. Schade. Ah, er musste leider reloaden. Bitter, aber knapp. Ich weiß nicht, Scream hat eben schon von der Posi ein bisschen vermasselt. Jetzt wieder. Weiß nicht. Macht halt wieder keinen Frag so vom Spot, ist natürlich auch nicht so einfach. Ja. Aber er wird nicht geflasht oder so und die Runde davor, die Pistol Round, ne? Hat das auch nicht hinbekommen. Ist halt ein bisschen bitter so. Macht da in einer der beiden Runden den Frag, hat nippt wieder Eco und ciao. Beziehungsweise hätten sie die Pistole halt gewonnen. Mhm. Das ist wirklich ganz knapp. Diesmal kommt die Fläche eher am Boss. Oh, Kenny! Oh mein Gott, Kenny, Alter. Boah. Wie viele Flex mit zwei Headshots und der Plan kommt durch. Existence muss überleben. Oh mein Gott. Der legt wenigstens unten. Ja, aber die Runde war noch gut für Win. Leider keine Waffe. Ah, die Runde hätte man noch gewinnen können. War schwierig für Existence so zu sehen im Fight, aber geht der Tür rein, haben die alle Möglichkeiten, das Tour und Tour auszuspielen. Und wie gesagt, war halt schwierig erst so im Fight. Boah, ein Getrad mit Autosniper wird jetzt außen decken. Oder Rampe? Wobei, nee. Boah,
Jetzt halt wieder in der Garage, ne? MBK? Ah, ja, wurde aber gesehen von ja. MBK. Würde ich auch sagen, dass ich ihn schon gesehen habe. Ja. MBK sehr schnell abgegangen. Oh, Forrest stirbt. Hat Tür. Forrest ist Tür reingepusht, meine ich. Ja, ist vor der Tür gestorben. Hat was probiert halt. Unten haben vielleicht mehr niemand. Außen angesagt. Mal unten deckt überhaupt niemand. Da ist die Runde sieht sehr gut aus. Aber nicht, wenn sie in die Halle gehen. Oh, das ist eine nice Entscheidung, jetzt nochmal außen zu gehen. Aber die ist natürlich auch mit Risiko verbunden, wegen der Autosniper von Getrad. Ja, aber an der Pose kann er eigentlich nicht mehr viel. Aber sie gehen eigentlich davon aus, dass er weiß, dass MBK runter ist und dadurch nicht mehr außen deckt. Er wird einen jetzt machen und es wird keinen Refrag geben. Er macht doch gar keinen. Schön. Macht keinen, Alter. Ja, okay, perfekt. Grim noch mit einer Pille. Auch perfekt gespielt, zu dritt rumgegangen gegen die Autosniper. Einzige Chance, ihn wirklich zu killen. Ah, sonst macht er halt einen Refrag und ist weg. X ist im Dark und... Nee, Friedberg im Dark. Fifflan, meine Güte, die sind scheint dir nix leben. Oh, er kann die Bombe nicht bangen. Von Friedberg sehr down gut. Und jetzt nur noch Fifflan, der reloaden muss. Krass, zwei sind richtig low. Jetzt einfach nicht dumm reinlaufen. Sehr schön nochmal weggegangen da von dem Schachtspieler. Und der MBK, der meisten sehr schön gespielt. MBK spielt, ne? Wieder, ne? Ja, echt klug gemacht. Entscheidet die Runde. Der ist echt heute on fire. Ja. Aber auch cool außen. Ich dachte, keine Ahnung, ich dachte, der erste rennt jetzt vor, Getrad macht den Frack und kommt weg. Aber sie machen es wirklich gut, Mann. Sind wirklich dicht beieinander, das stimmt alles. Nur so killen sie neben dort mit der Autosniper. Guck mal, der hat Eco, oder? Nee. Okay, mal wichtig, die Abstände raus. Klein zu halten. Doch, ne hat Eco, nur Forrest an der Arme. Krass. World Games geht nicht aus, wo die Arme nicht, das ist gut. Getrad hat ja eben eine Autosniper, ne? Ja. Klar, kostet viel Geld. Ja, rede ich hier aus Erfahrung. Ich weiß es auch. So, gehen Rampe durch. Interessantes. Boah, einer steht da Rampe. Viel flachen. Oh, wir müssen da aufpassen. Ah, sie wissen's. Oder sie readen's zumindest ja, irgendwie. Dürfte ja auch ihre Smoke sein. Wir müssen halt damit rechnen, dass da einer rausmoved. Freiberg in der Tür. Die haben ihn nicht gehört in der Tür. Oh, Freiberg mit der 5-7, ey. Das sind zwei Stück. Oh, die Waffe ist so krass. Sehr schön immer in Zweier- oder Dreier-Teams und sie halten immer die Abstände klein. Das sie sehr gut. Wichtig, es kommt immer der Refrag. Boah. Stark für nix ist. Ein bisschen unnötige Frags. Die haben nicht unbedingt so viel Geld, um ihn zu handeln. Genau, sie lassen es auch. Ist auch besser hier. Ja, weil zwei Leute so haben Geld. Kein Geld. Ja, aber zwei Leute haben kein Geld. Und ja, ich meine, als CT holt man gerne mal zwei, drei Runden hintereinander, weißt du? Wo man jetzt noch einer abgibt. So, Nip, oh nice. Aber. Nip hätte sie ja sowieso kaufen können nächste Runde. Die haben ja eher eine Ecke. Jungs, seid mal ruhig. Ich habe hier eine Einmeldung. Okay. Knochen schaut zu. Grüße gehen raus an ihn. Oh ja. Gott. Ja, Breaking News. Ja. Ja, wir haben eben schon mal Knochen gegrüßt. Ist ja nicht so, fair. Dass er schon lange zuschaut und Fickel die geschaut hat, aber okay. Mit schon im ersten Fickel die Mensch zugeschaut. Ja. Aber Nip auf jeden Fall gut unter Druck. Wenn sie die Runde verlieren. Hat gelernt, dass man mit. LOL! Hat die mal richtig Smoke One-Shot gegeben. Scheiße, echt? Alter. Ja. Boah, ich war nicht drauf. Ich war in Getrad's Sicht. Und ich war in MBK's Sicht, Alter. Scheiße, Mann. Sick, Mann, Alter. Was der für ein Spiel macht. Hammer. Ab morgen werde ich auch frischer essen. Ist mega. So, Abgang eingenommen. Screen auf dem Dach. Vorm die Bombe. Scheint nicht ganz klar zu sein. Boah, was? Macht den nächsten unten an den Treppen. Ein Spiel von dem Jungen, Alter. So, jetzt über Tür. NBK kommt über außen. War ein bisschen weit weg. Boah, was soll die Smoke jetzt?
Boah, das könnte noch gefährlich werden. Ja. Wird's noch? Tür und zu. Boah, stark von Freeberg, MBK. Oh, einer kommt von unten. Oh nein. Ah, wurde mir wieder ein bisschen aus der Hand gegeben. Halle sehen sie echt nicht gut aus. Trotzdem, sie können auf jeden Fall kaufen. Haben genügend Kohle. Wieder. Was lacht ihr denn? Soll ich das mal vorlesen, Daniel? Nein. Anni, guck mal, Smith, guck mal, Smith. Hier. Kennt ihr dieses Smoke? Erstmal nach Afghanistan zielen auf der Karte und dann Rampe smoken. Ja, Mann, Alter. Das ist eine Weltkarte im Radio. Ja, musst du irgendwo in Asien zielen und dann so eine Smoke werfen. die haben hier die Western-Bush-Spieler, haben die herausgefunden, ne? Okay. Ja, diese Annexes. War es Afghanistan? Oder? Ich weiß nicht. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Oder Kurdistan. Wie sich das anhört. Also. Ich muss jetzt mal kurz jemanden grüßen, weil Anil will keine NNs grüßen, schreibt er mir hier gerade. Und zwar den Major oder Major. Den Franzosen? Ahnung. Hat Knochen-Anil geschrieben. Dann wahrscheinlich nicht. Aber Anil grüßt ja keine NNs. Spaß. So, wer beginnt es unten? Deckt da gar nicht so gut. Bombe wird in der Smoke gelegt. Auch sehr schön. Schon wieder, dass da eine Smoke am Spot liegt. Oh nein! Bitte! Oh, jetzt gibt sie das wieder ab. Und Smith oben in der Halle. Sie haben zwar keine Ahnung, wo er ist. Gute Chance, Legende zu werden, aber trotzdem so eine verspielte Runde. Geht den Schacht. Schade. Oh Mann, ey, so gut wieder eingenommen. Echt bitter gerade. Ich meine, gut, sie können weiter kaufen. Mary Games muss diese Map hier gewinnen, Alter. Einfach aus Prinzip. Schon allein, dass man zum Treibmapper kommt. In diesem Matchup hier. Mary Games ist auch. Ich weiß nicht, Mann. Ach, eigentlich hätten sie schon 15 Runden haben müssen. Ja, ich meine, ich stell dir mal vor, sie gewinnen die Pistole, dann können sie sogar 16-4 machen. Ach, stimmt schon, das Match müssen sie eigentlich gewinnen. Aber sie brauchen jetzt die Runde, sie hatten halt zwei knappe Runden. Ja. NBK, Alter, gleich wieder gegen Gadget außen. Ich freue mich schon. Hoffentlich kassiert Gadget wieder eine Kugel. Boah, super Damage schon gefangen. Voll, die Banks von der Halle, krass. Ja. Und Gadget weggekommen. Damage ausgetauscht. Smith wieder mit Radio. Contacten sie jetzt Rampe. BK macht das jede Runde hinten runter halt. Flan wird aber runtergehen gleich. Oh, sie rennen da einzeln durch die Smoke. Ist auch da. Gegen zwei. Geht weit naschen. Oh, schiebt super weg. 20 HP für Gadget. Sehr gut gespielt. Und NBK ist schon in der Main. Boah, aber existiert hier. Boah, und hat das Timing doch noch. Einer wieder ganz low. Ne, doch nicht. 45, aber trotzdem. Noch, ja. Ah, den müsst ihr eigentlich echt haben. Oh, ein Ketchup, auch Kenny. Das ist Eco für Very Games. Hey. Das gleitet ihn gerade so ein bisschen aus der Hand. Ja, auf jeden Fall Eco. Aber ich meine, vorhin haben sie auch eine gute Eco gespielt. Flächen da irgendwie über Omas Dach. Rennen Pommes raus. Ja. Mal schauen. Die haben beide Eco sogar in die Halle gespielt. Ja. Oder ich weiß nicht, wie viele sie hatten, aber zwei Ecos haben sie auf jeden Fall schon in der Halle gespielt. Bei der ersten hatte das noch nicht so gut geklappt, bei der zweiten. Jetzt spielen sie aber was anderes.
gerade direkt den ersten gemacht. Noch Support. Auch kein Equipment. Sollten die Runde jetzt vielleicht auch schon ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber scheinen sich darüber im Klaren zu sein, was sie spielen wollen. Existence fuckt sie ein bisschen ab. Ja. Ne, braucht ihn eigentlich gar nicht zur Hand, hat der keine Waffe. Okay. Schau jetzt, schaut hin. So, auf geht's, Vici. Ja. So, mal gucken, was es jetzt gibt. Rush haben wir von Very Games auch noch nicht gesehen, bis auf in den Echos. Also in die Halle. Habe ich wieder den Türpick, die ist auf jeden Fall aufgesprengt. Noch nicht. Standardaufbau. Und spielen diesmal was über außen. Haben es nur angefaked, dass sie da wieder sitzen. Sehr stark von Gadget. Da gut die Smoke genutzt. Den zweiten auch noch gesehen. Er holt sehr viele Infos. Aber den Abgangsspieler hat er nicht bemerkt. Aber wir wissen jetzt spitz, dass da was runter ist. Freiberg wartet schon unten. Ja. In den Schächten. Aber wenn sie ihn jetzt einkesseln. Dass sich der am Fenster erst zeigt, ja. Freiberg hat Low AP auf jeden Fall. Hat Probleme. Hat aber Support von Forest. Bombe auch unten. Schwierig für Very Games, die Runde zu holen. Smoke zum Smoke. Vor allem, sie ja, sind doch zu dritt unten. Machen. Ja. Scream kann eigentlich nicht campen. Oh. Oh, Kenny. Komm schon, geh rein, Mann. Du musst was machen. Ach, riskier doch einen. Ich verstehe nicht, warum Kenny nicht riskiert in Unterzahl. Schöner Schuss, aber es wird nichts bringen. Es bringt leider alles nichts. Dann sind wieder dran. 13 beide. Und auch keine Bombe gelegt. Aber es reicht. Das hätte man auch super als Fake mal spielen können. Unten einnehmen, dann einfach nochmal Abgang hochschieben, Main rein, fertig. In dieser Standardaufbau. Every Games hat sich für Low Equip kaufen entschieden. Eben nur mit Pistol. Oh, stark von Kenny. Wurde denn Frag geholt? Ist die Waffe holbar? Ist, oder? Keine Ahnung. Der ist das Duell rein, oder? Hat Gadget auf jeden Fall mittlerweile für sich entschieden außen. Der killt MBK jetzt fast jede Runde. Was am Anfang noch ein bisschen anders war. Ziemlich entscheidender Faktor. Aber wo ist denn Freeberg gestorben? Weiß es nicht. Mrs. Rampe durch. Oh, sehr schön gegen Fiflaren. Fiflaren wird down gehen, denke ich. Ja. Hat doch Low AP. Oh, hat er seine Arsch noch gesehen? Ja, weiß auf jeden Fall, dass da einer ist. Oh, sehr gut, dass er noch nicht schießt. Oh, gut. Oh Gott. Jetzt kennt noch. Jetzt war es zu viel Gas. Ja. Anstatt einfach ruhig zu machen. Bin wieder im 3 und 3 zu dritt in der Halle. Sehr gut, was nimmt man? Also ich leicht noch raus. Kenny. Gutes Timing. Rausgeschmissen. Schön. Sehr geil. Boah, aber geht schon. Was? Scream. Hat er den zweiten denn gemacht? Oh, über dir. Oh, er hat die zu spät bemerkt. Ganz ehrlich, man, Gadget gewinnt das Spiel für Nip. Auch wenn er vielleicht nicht so auffällig ist. Er hat irgendwie so 4 Runden hintereinander, hat er einfach NBK außen gekillt. Ja. Und der ist ja so mit der entscheidende Faktor am Very Games Spiel gewesen. Ja, es ging so gut los. Und dann die alte Geschichte.
kaufen auf jeden Fall durch. BK frisst doch die Nate. Weiß nicht, warum MBK immer noch außen geht, Mann. Soll er jetzt die fünfte Runde am Stück down gehen? Capret macht es echt gut. Jetzt auch die Info, dass da keiner kommt, hat MBK noch nicht mal gespottet. Guck mal, er macht das mit der Weltkarte. Doch nicht. Wollte es gerade machen. So, wir gehen Rampe. Schicken Smith durch. Sollen sich aber beeilen, weil Getright und Forrest, also Forrest ist schon da. Smith mit zwei Flashes Getright durch. Kommt. Boah, drei Mann. Boah. Könnte vielleicht ein Fake werden. Ja. Jetzt Halle rein. Schön. Keine schlechte eigentlich. Idee auf jeden da, Fall. Schön. Spot steht aber noch einer. Sehr gut. Wow. Fallen beide. 3 und 3, aber sieht ganz gut aus. Wir haben noch Forrest Flashes. Schon von, schau Forrest schon von hinten. Aber gib's weg. Angesagt. Die Bombe halt immer noch nicht gelegt. Wichtiger Flag okay. Gegen Forrest. Er muss jetzt planten. Oh, na komm durch. Aber sie sterben. Ja, Zugriff instant. Wieder verspielt, leider. Ja. Die Überzahlsituation. Einfach so gut, was nimmt da alles gewinnt. Immer diese Turn-3. Das war jetzt schon das dritte Turn-3 in Folge. Ja. Eins in der Pistole, eins in der ersten Waffenrunde und jetzt wieder so eins in der Halle. Echt schade. War echt eine coole Idee, was sie da gemacht haben an der Rampe. Haben einfach drei Spieler gebunden dadurch. Ja, das war ein richtig guter Fake. Da müssen auch gute Flashes gewesen sein. Fällt mir nicht, wie sie hier eigentlich keinen anderen Aufbau haben, als den, den sie jetzt schon hier schon seit 3-4 Runden spielen. Wenn wir NBK alleine außen was machen, Smith da im Radio, der Rest gammelt da den Vorraum ab, deckt alles ab. Immerhin kontaktiert sich Getright wieder, NBK wieder vor. Aber gedoppelt. Jetzt hat er wenigstens nochmal einen Support. Zu dritt. Vielleicht ein Rampe-Split jetzt nochmal in der letzten Runde. Kommt da sehr schön durch. Beiden. Boah, Kenny schon wieder im First-Track gesetzt. Puh, 40 Sekunden noch. Jetzt schieben wir Rampe. Also es gibt bald unten, wahrscheinlich wird's Halle über Schächte. Das könnte auch sein. Wie es aussieht. Ja. Wobei auf der Box steht einer perfekte. Irgendwie Pose wissen sie es gerade nicht so richtig. Ah, Existence spielt unten ein Fake? Boah, das ist krass angesagt. Und er fällt nicht drauf rein. Und Existence ist Rampo. Boah, der Boxspieler macht den fällt. Frag. Nice. Geht man auch noch ein. Okay, die Runde geht nicht. Er kann da nichts machen, auch wenn sie nicht mit ihm rechnen. Boah, er dachte schon, er ist tot. Und Werbe Games bleibt im Spiel. Draw oder Sieg für Nip. Boah, aber auch eine coole Idee, was Existence gemacht hat. Er hat unten dieses mit dem Smoke und auf den Spot rennen zum Planten gefaked. Mhm. Boah, das ist gut. Und währenddessen hat er sein Team in die Halle geschickt. Ja. Hat dann Luck gehabt, dass unten kein Contact war, geht direkt Rampe hoch und macht den Frag. Ziemlich geil gespielt von ihm. Hat das dann jemand gesehen unten? Von den Nip-Spielern? Nee, hat leider keiner gesehen. Okay. Dann wäre es natürlich noch besser, aber. Ja, aber trotzdem. Cool gedacht. Das Ding ist ja, diese Runde hat Nip nicht mitbekommen, dass zwei Abgang runter sind. Sie wussten es gar nicht. MBK instant eine Nate gefangen. Ja, MBK muss jetzt wieder weggehen. Die hat halt vorhin schon mal gefangen, also ich verstehe nicht, warum er dann nochmal so schnell vorgeht. Capret behält jetzt auch länger die Kontrolle. Oh, das ist auch geil, was Nip in der Halle spielt. Sie spielen gegen den Rush, beide unten vom Spot. Und gegen den verzögerten Halle Go spielt einer am Cap, der wieder über Pommes hochgeboostet wurde. Echt? Ja, sehr cool. Krass. So, wieder zwei Abgang. Ich bin da quasi das. Und sie wissen es, glaube ich, nicht, oder? Ja, scheinbar nicht. Oh, doch. Forrest war unten. Sie wissen es.
ist Scream auch mit unten? Ja. Und der Split. Boah, der am Fenster. Der ist scheinbar bekannt. Oh, guck mal. Oh, was ein. Oh, was ein Teil. Alter, wie er nach reinkommt. Ich dachte, das ist auch bekannt. Wie sind macht der zwei Headshot? Posis. Nice. Oh, war Scream, Mann. Oh, komm, Overtime. Oh, nice. Pulse ist bekannt und Getter hat 1 AP. Nein. Oh, er macht sogar noch einen Frick. Und Scream. Aber er kann's machen. Oh, wieder bei 15 Sekunden, das ist fast unmöglich. Wenn Getter den Schacht. Oh, nein. Die Zeit läuft aus. Oh, da muss er aber durchblenden, oder? Oh mein Gott, wie aber da muss er doch am Anfang durchlegen. Anders hat er doch überhaupt keine Chance. Das war dann das vierte 3-on-2 aus Rare Games, ja, was sie verlieren. Stimmt. Oh, aber schönes Match, schöne erste Map. Hoffen wir mal, dass die zweite auch so spannend bleibt. Wohl kaum.